Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Spuktober-Video. Ich habe den Oktober ja zum Spuktober erklärt, weil ich euch in diesem Monat passend natürlich zur gruseligen und düsteren Jahreszeit und zu Halloween Videos und Bücher zum Thema Horrorliteratur bieten möchte. In diesem Video soll es nun darum gehen, Buchtipps für Einsteiger in dieses Genre zu zeigen oder vorzustellen. Denn es haben mich in den letzten Monaten, ja, unabhängig voneinander Nachrichten von Zuschauern erreicht, die gesagt haben, dass sie eigentlich gar nicht so viel Horror lesen oder noch nie in diesem Bereich gelesen haben, aber durch meine Videos oder auch durch andere Einflüsse einfach neugierig geworden sind und ob ich ihnen da nicht Tipps geben könnte. Und das ist sofort auf meine Video-Idee-Liste gelandet. Dachte ich, da mache ich gerne ein Video zu. Und ich denke mal, jetzt in diesem Monat ist es perfekt platziert, dieses Video jetzt in die Tat umzusetzen. Und ich möchte aber, bevor ich jetzt gleich anfange und euch Tipps gebe und euch Bücher vorstelle, sagen, ich bin kein Experte in diesem Genre, denn ich habe auch nicht alles gelesen und es gibt natürlich, wie in jedem Genre auch, hier auch Untergenres, die man entweder bevorzugt oder einfach gar nicht so gern liest. Und das ist eigentlich auch schon mein erster Tipp, wenn ihr Horror lesen möchtet, dann müsst ihr euch natürlich erstmal überlegen, was möchte ich eigentlich von der Horrorliteratur, was erwarte ich? Möchte ich schockiert werden? Möchte ich über meine Grenzen gehen? Soll es eher trashig sein, also schon blutig, aber eher Unterhaltungsliteratur, so wie wenn man einfach mal so einen Horrorfilm, so einen Horror-Teenie-Film wegsnackt und einfach total sich gut unterhalten fühlt? Oder möchte man, obwohl es Horror ist, dennoch tiefgreifende Themen haben und auch gut ausgearbeitete Charaktere? Oder möchte man sich lieber gruseln und das Ganze eher unterschwellig lassen? Ja, und beim letzten Punkt, da bin ich eher angesiedelt, auch wenn ich es nicht schlimm finde, wenn andere Punkte aus den vorigen genannten Untergenres auch mit dabei sind, wenn auch mal Blut fließt, das gehört nun mal auch dazu und es mal ein bisschen gewalttätig wird und auch mal Monster drin vorkommen, ist für mich völlig in Ordnung, aber ich mag am liebsten den unterschwelligen Grusel. Ich brauche keine elendlangen Folter oder Sexszenen und deswegen werdet ihr bei mir auch keinen Extremhorror finden. So, das erstmal als Erklärung vorweg, dass ich eben kein Experte bin. Und an alle, die bereits sich schon sehr, sehr wohl in der Horrorliteratur fühlen und da vielleicht auch total die Experten sind, die müssen jetzt dennoch nicht abschalten, denn alle Bücher, die ich euch jetzt vorstelle, die ich jetzt als Einsteiger-Horrorbücher zeige, sind dadurch nicht irgendwie weniger gut, denn alle diese Bücher sind von mir große Empfehlungen für euch, aber durch die ein oder andere Charaktereigenschaft habe ich das eben mit in das Video genommen. So, lange Vorrede, aber musste irgendwie auch sein, finde ich. Ich habe jetzt mir 5 Tipps rausgesucht und zu jedem Tipps gibt es natürlich ein oder mehrere Buchtipps von mir und ich fange mit dem ersten Tipp an, wie man an dieses Genre am besten rangehen könnte als Vorschlag, und zwar sich einen Genremix zu suchen. Ja, wenn man in einem bestimmten Genre schon zu Hause ist und sich da sehr wohl fühlt, aber man ein bisschen mal so reinschnuppern möchte in das Horrorgenre, dann ist das perfekt geeignet, wenn man einfach in seinem Genre bleibt, aber sich einfach so mit kleinen Horrorelementen schon da so ein bisschen rantastet. Und ich habe mir jetzt für verschiedene Genres oder verschiedene Genre-Mix mehrere Bücher rausgesucht und möchte euch die zeigen. Natürlich gibt es noch mehr Mixe, die ich jetzt nicht dabei habe, aber so als kleines Beispiel. Ich fange an mit Fantasy. Wenn ihr sehr, sehr gerne High Fantasy liest, dann ist vielleicht die Hexersage von Andrzej Sapkowski etwas für euch. Ja, das ist jetzt eine sehr, sehr bekannte Buchserie, da das jetzt auch gerade erst verfilmt wurde, beziehungsweise in eine Serie gepackt wurde. Der letzte Wunsch ist die erste Vorgeschichte zur eigentlichen Serie. Man sollte aber damit auf jeden Fall anfangen, weil man hier erstmal die Charaktere vorgestellt bekommt und wie die Hauptcharaktere überhaupt sich über den Weg gelaufen sind. Es sind im Grunde also kleine Kurzgeschichten über Geralt von Riva, den Hexer, wie er eben verschiedene
Fälle löst. Das klingt jetzt eher nach Krimi, ist es aber nicht. Geralt ist nämlich ein Hexer und verdient sich seinen Lebensunterhalt damit, dass er Monster tötet. Er nimmt Aufträge an, wo irgendwo Menschen sich bedroht fühlen von jeglichen Monstern, ob das Drachen war, obwohl die Drachen eher nicht, Vampire, menschenfressende Bestien oder sonstiges ist, also unaussprechbare Monster, die man sonst noch nie irgendwo erlebt hat. Ja, Geralt geht auf diese los und löst das Problem und dabei begegnet er natürlich verschiedensten Wesen und verschiedensten ja, Kreaturen, die ihm entweder gut oder böse gewillt sind. Das Ganze ist sehr düster und schwarzhumorig. Ich liebe Geralt, der ja ein sehr, sehr besonderer Charakter ist, irgendwo introvertiert und nicht der größte Schnacker, aber gerade das macht ihn irgendwie auch so sympathisch und hat natürlich trotzdem ja große Fähigkeiten, denn als Hexer ist er eine Art Mutant und hat ja Fähigkeiten eben deswegen gegen Monster antreten zu können. Es wird aber auch gemunkelt, dass Hexer durch diese Mutation keine Gefühle haben. Und ja, da muss man als Leser sich dann selbst ein Bild davon machen, ob das Ganze wahr ist. Wie gesagt, das Ganze spielt in einer fantastischen Welt. Man könnte schon sagen, dass es eine High-Fantasy-Welt ist, die mittelalterlich angehaucht ist, aber durch diese ganzen Monster, durch diese sehr, sehr düstere Atmosphäre, dadurch, dass es auch sehr brutal ist, geht es schon, finde ich, mit leichten Horrorelementen in diese Richtung. Und das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ja, man muss hier mit einigen Sexszenen rechnen, aber das gehört so ähnlich wie bei auch Game of Thrones irgendwie zu dieser Geschichte dazu. Und durch den Humor, den Andrzej Żabkowski hier mit einbaut, ist das Ganze auch irgendwie auszuhalten. Für Leute, die da jetzt nicht so den Wert drauf legen, ist ja bei mir ähnlich. Ich habe bisher tatsächlich nur die zwei Vorgesch oder Kurzgeschichten Bände gelesen, die eben vor der eigentlichen Reihe ja, spielen. Aber ich habe auch das Let's Play zum dritten Game, The Witcher 3, gesehen und bin irgendwie dadurch in diese Welt hineingeschlittert und habe mich total in diese Welt verliebt. Und ich möchte auf jeden Fall in dieser wunderschönen Neuauflage mir alle Bände noch zusammensammeln und dann auch endlich mal gucken, ob ich die ersten beiden Kurzgeschichtenbände nochmal rereade oder als Hörbuch höre und dann in diese Hauptstory eintrete. Aber ich finde, durch diese düstere Atmosphäre in dieser Welt und durch die ganzen Monster passt es sehr gut, ja, vielleicht als Fantasy-Leser in das Horror-Genre einzusteigen. So, wir gehen jetzt ganz in ein anderes Genre. Es ist auch ein Horror-Mix, aber viel, viel abgeschwächter. Dennoch finde ich, es passt es hier sehr, sehr gut rein. Und zwar, wenn man so Familiengeheimnisgeschichten à la Lucinda Riley gerne liest und trotzdem ein bisschen was Spookiges. Das Ganze ist viel, viel unterschwelliger als bei Geralt, wo es ja viel mehr zur Sache geht mit ja, in jeglicher Hinsicht eigentlich, ist das Ganze hier viel subtiler und trotzdem ja nicht viel weniger zu empfehlen. Das geheime Turmzimmer von Laura Anderson erzählt die Geschichte einer Bibliothekarin, die auf ein großes Anwesen in Irland gerufen wird und sie soll die Bibliothek dort sortieren. Dieses große, ehrwürdige Gebäude, fast schon Burg könnte man sagen, hat eine sehr, sehr interessante Geschichte und auch Legenden und Sagen weben sich um dieses Gebäude. Und deswegen ist die Bibliothekarin, ich glaube, sie hieß Kara, genau, Kara, total nervös und aufgeregt, denn sie weiß, dass einer ihrer Lieblingsschriftsteller dort auch kurze Zeit gelebt hat und seine Liebe gefunden hat, aber durch ein großes Unglück. Ja, ist da etwas passiert und daraus sind auch Spukgeschichten entstanden, besonders eben in diesem geheimen Turmzimmer. Und aus dieser Vergangenheit erfahren wir halt auch einiges aus Briefen zum Beispiel. Es ist nicht die einzige Unglücksgeschichte, die dort passiert ist, sondern es gibt auch noch andere Geheimnisse. Unter anderem derjenige, der sie beauftragt hat, der Burgherr. Der hat seine Eltern damals dort verloren. Explizit in dieser Bibliothek, die sie halt nun sortieren und sichten soll, sind
seine Eltern ums Leben gekommen, auf mysteriöse Art und Weise, und niemand weiß so richtig, was damals geschehen ist. Also, wir haben hier eine typische Familiengeheimnisgeschichte, ein bisschen Downton Abbey-Gefühl und natürlich auch ein bisschen Liebesgeschichte dabei, aber auch eine fantastische Geistergeschichte, und wir befinden uns hier halt auch auf verschiedenen Ebenen, und das Ganze hat mir wirklich Spaß gemacht zu lesen, weil es eben auch noch dieses ja, diese Buchbranche und dieses Literaturgefühl mit hineingebracht hat. Bin ich sehr, sehr begeistert von diesem Buch und kann das eben auch als Genre-Mix hier mit vorstellen. Wir gehen wieder ein bisschen zurück in das Fantastische, in die Fantasy, allerdings eher in die Märchenrichtung. Wenn ihr sagt, ich mag das gerne verzaubert, ein bisschen märchenhaft und mag die Gebrüder Grimm-Märchen, oder wenn die so ein bisschen aufbereitet werden in Büchern und neu adaptiert werden, und ich mag auch, wenn die Sprache so schön bildhaft und symbolisch und poetisch ist, dann kann ich euch dieses Horrormärchen ans Herz legen. Und zwar ist es Das Labyrinth des Fauns von Cornelia Funke geschrieben, angelehnt an den Film von Guillermo del Toro. Der Guillermo del Toro ist auf Cornelia Funke zugekommen und hat sie gefragt, ob sie nicht ein Buch zu seinem Film schreiben möchte. Und sie war total begeistert davon, denn der Film Das Labyrinth des Fauns ist, oder Pans Labyrinth heißt es als Film, ist einer ihrer Lieblingsfilme, und deswegen war sie gleich Feuer und Flamme und hat es ziemlich eins zu eins umgesetzt. Das heißt, hier ist nicht so viel Neues drin an der Hauptstory. Sie hat aber immer so zwischendrin kleine Kurzgeschichten geschrieben, die etwas zum Hintergrund der ganzen Figuren beisteuern. Und das ist etwas Neues, genauso wie die Illustration und die Aufmachung. Und natürlich erfahren wir viel mehr aus der Gedankenwelt der Figuren, was wir im Film halt nicht haben, weil wir ja nur von außen drauf gucken. Aber ansonsten ist es ziemlich dasselbe. Wenn ihr also den Film kennt, dann dürft ihr nicht viel anderes erwarten, bis auf eben diese Zwischenspiele, die wirklich sehr, sehr gut gelungen sind und sehr gut hineingepasst haben. Nur weil es ein Märchen ist und wirklich auch wie ein Märchen geschrieben ist, ist es allerdings nichts für Kinder. Das möchte ich hier nochmal ganz ja, laut betonen, denn das Ganze ist sehr düster und sehr, sehr brutal auch. Wir treffen hier auf Ophelia zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. In Spanien spielt das Ganze, zu Zeiten auch des Bürgerkriegs in Spanien. Sie zieht mit ihrer schwangeren Mutter und ihrem neuen Freund, also ihren neuen Stiefvater, könnte man sagen, in ein abgelegenes Wäldchen. Dort gibt es eine Mühle und dort ziehen sie erstmal ein. Und Ophelia ist überhaupt nicht begeistert davon, denn ihr Stiefvater ist ihr sehr, sehr unheimlich. Ist ein sehr kalter Mann. Er ist, glaube ich, Offizier oder Hauptmann oder sowas. Jedenfalls möchte er die Rebellen fangen, die dort im Umland sind. Und er ist wirklich sehr, sehr ein sehr, sehr grausamer Mensch. Ophelia flieht so ein bisschen in ihre Fantasiewelt und irgendwann begegnet sie einen Faun, beziehungsweise der Faun sucht sie auf und sagt, dass sie eigentlich die verloren gegangene Prinzessin aus der Unterwelt ist und dass sie zurückkehren kann, wenn sie drei Prüfungen besteht. Und ja, diese Prüfungen sind wirklich nicht ohne. Das ist sehr, sehr unheimlich, und es sind Gestalten dabei, die wirklich ja, Horror-Albträume sind, und deswegen passt, finde ich, Horrormärchen hier sehr, sehr gut. Das Ganze ist so gemacht, dass man manchmal gar nicht weiß, ist das tatsächlich, passiert das alles in ihrer Fantasie oder ist das Wirklichkeit? Das Ganze ist außerdem sehr, sehr tragisch, sehr traurig und sehr melancholisch und düster. Ich kann beides, Buch und Film, sehr empfehlen. Beim Film ist außerdem noch der Soundtrack wirklich sehr zu empfehlen, was natürlich hier beim Buch ein bisschen fehlt. Ich kann auch das Hörspiel bzw. das Hörbuch sehr empfehlen, weil dort ja, Geräusche und Musik mit eingewoben sind. War von mir ein großes Highlight im letzten Jahr. Ich merke, das wird wieder ein sehr, sehr langes Video. Ich wollte eigentlich zu den einzelnen Büchern nicht so viel sagen. Wir kommen zum nächsten Genre-Mix. Wenn ihr eher so aus der Belletristik kommt und wenn euch viel daran gelegen ist, dass die Sprache gut ist, dass es ein sehr, sehr feiner Schreibstil ist und dass das Ganze nicht zu sehr ins Blutige oder ins Gewalttätige geht, dann kann euch
kann ich euch Marina von Carlos Ruiz Zafón wirklich nur ans Herz legen. Ich habe das Buch gelesen, weil ich dachte, ich müsste mal wieder was Belletristisches lesen. Da war ich noch in der Buchhandlung tätig. Und ich dachte, ich bräuchte mal wieder etwas, um auch diese Kundschaft, dieser Kundschaft Bücher empfehlen zu können. Ich wusste aber nicht, dass hier sich eine so, so schön schaurige, fantastische Geschichte dahinter verbirgt. Wir treffen hier nämlich auf Oscar, der wiederum in seiner neuen Heimat das Mädchen Marina trifft. Und er ahnt nicht, dass sie sein Leben ziemlich auf den Kopf stellt. Sie streifen so ein bisschen durch die Gegend und beobachten irgendwann auf dem Friedhof eine Dame ganz schwarz gekleidet. Und sie verfolgen diese Dame und versuchen so ein bisschen zu recherchieren, was mit dieser Frau los ist, warum die so mysteriös auf dem Friedhof herumläuft, und entdecken eine Geschichte, die es wirklich in sich hat. Und ja, es kommt hier wirklich zu fantastischen Elementen, und das hat mir damals so die Schuhe ausgezogen, weil ich damit wahrscheinlich auch überhaupt nicht gerechnet habe. Gleichzeitig ist der Schreibstil von Carlos Ruiz Zafón einfach sehr, sehr schön. Der Schatten des Windes hat mich dann leider wieder enttäuscht, weil mir da wahrscheinlich so ein bisschen dieses Schaurige gefehlt hat. Aber Marina kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ihr wirklich Wert auf gute Sprache legt und euch auch so ein bisschen schaurig gruseln wollt. Und zum Schluss kommen wir noch zu einem Genre-Mix aus Krimi und Horror, beziehungsweise wenn ihr so aus der Krimi-Thriller-Richtung kommt und trotzdem ein paar fantastische Horror-Elemente dabei haben wollt, dann kann ich euch Geisterfjord von Ilsa Sigurðardóttir empfehlen. Das habe ich euch schon oft empfohlen, weil das Ganze auch ein großes Highlight von mir war. Viele auf BookTube empfehlen das immer wieder sehr gerne und ich kann das Ganze nur unterstreichen. Wir haben hier zwei Erzählstränge. Zum einen begleiten wir einen Psychiater, der bei einem Serienmordfall von der Polizei angesprochen wird, ob er nicht mithelfen kann. Er hat vor einigen Jahren seinen Sohn verloren und merkt, dass dieser Fall irgendwas mit dem Tod seines Sohnes zu tun hat, und er glaubt, vielleicht lebt sein Sohn irgendwie doch noch. Dann haben wir den zweiten Strang von mehreren jungen Leuten, die in ein altes, ich weiß nicht, ob das auf einer Insel liegt, jedenfalls an der Küste von Island ist das Ganze, in einem verlassenen Walfängerdorf, und dort haben sie ein Haus erworben und möchten das renovieren und zu einem Urlaubsplätzchen umgestalten. Aber sie merken schnell, auf diesem Haus lastet irgendwie ein Fluch. Sie hören seltsame Geräusche, sie sehen seltsame Gestalten, und so langsam nach und nach versuchen sie etwas herauszufinden über die Vergangenheit dieses Hauses. Und wie diese beiden Stränge zueinander passen, das fand ich so gut gemacht. Und in diesem Haus habe ich mich wahnsinnig gegruselt. Also das ist eine wirklich, wirklich tolle atmosphärische Geistergruselgeschichte, besonders eben in diesem einen Strang. Und ich fand das wirklich toll, wie diese zwei Stränge sich ineinander verwoben haben. Also haben wir zum einen hier so ein bisschen Ermittler-Krimi Geschichte und dann eben diese Geistergeschichte in diesem Walfängerdorf. So, der erste Tipp ist ja schon wahnsinnig ausgeufert. Ich denke aber, dass wir mit den nächsten Punkten ein bisschen schneller vorankommen, weil ich da nicht nochmal Unterteilungen habe. Wir werden sehen. Mein zweiter Tipp für Horroreinsteiger ist, das Ganze mal mit Kinder- oder Jugendbüchern zu probieren, weil erstmal sind die nicht ganz so lang. Und sie sind meistens auch nicht ganz so krass. Das heißt, dass es ein bisschen abgeschwächt ist und man kann schon ein bisschen vorfühlen, was überhaupt etwas für einen ist. Für diesen Tipp kann ich euch zwei Grusel-Jugendbuchreihen empfehlen, die ich aus meiner Kindheit und aus meiner Jugend kenne, die ich euch immer wieder gerne in die Kamera halte, die aber auch einfach wirklich empfehlenswert sind, bis heute auch immer noch gerne verkauft werden in der Buchhandlung. Und zwar ist es einmal Gänsehaut. Da ist mein Lieblingsband Der Geisterhund. Das ist eine Reihe, die so ab 10 Jahren empfohlen wird. Also es sind auch wirklich nur ganz kurze Texte. Das Ganze ist aber auch wirklich bitterböse erzählt, wirklich mit sehr, sehr viel Sarkasmus. Und es bringt wirklich Spaß, weil hier auch so ein bisschen Humor mit dabei ist. Und jedes Kapitel, das erzähle ich immer wieder gerne, weil es einfach so viel Spaß macht, endet irgendwie mit einem Cliffhanger. Da öffnet irgendjemand eine Tür, da erschrickt er sich wegen irgendwas, ein Geräusch, und dann ist das Kapitel zu Ende und auf der nächsten Seite erfährt man, dass es denn doch irgendwie nur ein Eichhörnchen war oder dass es nur die Schwester war, die durch die Tür kommt oder sonst was. Oder es ist wirklich irgendwas.
Gruseliges, aber das hat mir bei Gänsehaut immer sehr gut gefallen. Ja, in Der Geisterhund geht es eben um Larry, der mit seinen Eltern in ein einsames Haus mitten in den Wald gezogen ist. So ist das irgendwie oft in diesen Geschichten, dass Kinder mit ihren Eltern umziehen und dort irgendwas unheimlich ist. Und er sieht in der Dunkelheit immer glühende Augen und hört Knurren und merkt, dass da zwei Geisterhunde ihr Unwesen treiben. Ganze fand ich damals wirklich sehr, sehr gruselig. Und die zweite Reihe, könnt ihr euch vielleicht schon denken, ist Fear Street, auch von R.L. Stine geschrieben. Ist so, ja, richtet sich so ein bisschen an Ältere, eher so ab 12, 13 Jahren. Das Ganze ist oft eher in die Thriller-Richtung, also manchmal gar nicht so sehr in die Horror-Richtung, weniger mit fantastischen Elementen. Ich habe jetzt aber meinen Lieblingsband rausgesucht, der auf jeden Fall fantastische Elemente hat. Und zwar geht es hier um Ellie, die Vision hat und immer wieder sieht sie einen silbernen Dolch vor sich schweben. Und als sie mit ihrem Hund spazieren geht im Wald, findet sie Knochen. Ja, und dann muss sie natürlich herausfinden, wer das ist und was dieser silberne Dolch immer wieder zu sagen hat, der vor ihr immer blutig erscheint. Diese beiden Reihen kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es so viele verschiedene Themen, wo man sich wirklich ausleben kann, wenn ihr sagt, okay, ich mag lieber dieses Thema oder lieber modern oder ja, was weiß ich, ob das nun im Meer ist, unter Wasser, ob das nun im Camp ist, ob das nun in einer verschneiten Hütte ist oder eher thrillermäßig, so an der Uni wollte ich gerade schon sagen, an der Highschool und wo es um Eifersucht geht. Also es gibt da wirklich alles. Ja, aber ich möchte euch nicht nur diese beiden Reihen vorstellen, sondern auch alleinstehende. Ich meine, die sind auch alleinstehend, aber die eben nicht in einer Reihe erschienen sind. Da möchte ich euch Dead Eyes vorstellen, Der Fluch der Maske von Chris Priestley. Ich glaube, dass es auch so ab 12 Jahren empfohlen wird, das Ganze. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Das habe ich nicht als Jugendliche oder Kind gelesen, sondern auch als Erwachsene. Und es hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Ich finde eben auch, dass Kinder- und Jugendbücher oft sehr kreativ sind. Und deswegen kehre ich da immer heim, ob das nun Gruselgeschichten sind oder eben nicht. Aber ich finde, da gibt es wirklich immer wieder tolle Ideen und auch besonders die Aufmachung finde ich immer sehr schön. Ja, in Dead Eyes treffen wir auf Alex und er fährt mit seinem Vater, der eben eine Geschäftsreise machen muss, nach Amsterdam und er begleitet ihn. Und zuerst denkt er, wird ja vielleicht ein bisschen langweilig, aber alleine schon dieses alte Hotel, wo sie dann unterkommen, ist schon irgendwie sehr unheimlich. Und dann findet er noch auf einem Flohmarkt eine seltsame Maske. Und ich möchte euch diesen Moment, wo er diese Maske sieht, einmal kurz vorlesen, weil das eben auch auf dem Klappentext steht. Und da. In dem Moment sah er etwas. In einer alten Teekiste, halb versteckt unter einem Schal, lag eine Maske. Nicht die Art Maske, wie sie Superhelden oder Straßenräuber tragen, die nur die Augen verdecken. Die Maske war ein vollständiges Gesicht und nach der krakelierten, leicht abgenutzten weißen Oberfläche zu urteilen, zudem auch noch sehr alt. Sie schien ihn mit leeren Augen direkt anzustarren. Ja, auf dieser Maske scheint irgendwie eine Art Fluch zu liegen und wir erfahren auch immer wieder aus einer anderen Sicht einer Person, die diese Maske trägt, die Geschichte der Maske oder der Person, die diese Maske trägt. Und das Ganze fand ich wirklich schön unheimlich gemacht und kann ich auch sehr empfehlen. Ich könnte euch im Grunde noch viel mehr zeigen. Gruselliteratur für Kinder und Jugendliche habe ich einiges auch im Regal stehen, aber ich wollte es eben jetzt nicht so ausufern lassen, wie es wahrscheinlich eh schon ausgeufert ist hier jetzt. Also kommen wir gleich zum dritten Tipp. Und zwar mein dritter Tipp sind Kurzgeschichten. Kurzgeschichten sind eben kurz und man kann vielleicht in einem Buch einfach mehrere lesen, wenn man eben die ganzen Fragen, die ich am Anfang gestellt habe, noch gar nicht beantworten kann, weil man gar nicht weiß, welches Untergenre ist überhaupt etwas für mich. Da sind Kurzgeschichten natürlich Gold wert. Dann kannst du überlegen, welcher Autor ist etwas für mich, welchen Schreibstil mag ich und eben welches Untergenre, welche Elemente im Horrorgenre mag ich sehr gerne. Und da kann man sich schön ausprobieren. Ich habe jetzt ein Buch, was ich euch gerne vorstellen möchte. Das ist allerdings nur von einem Autor. Und zwar verbindet dieses Buch jetzt zwei Tipps. Einmal eben der zweite Kinder- und Jugendliteratur.
und den dritten Kurzgeschichten. Und zwar ist das wieder Chris Priestley mit seinen Schauergeschichten. Er hat davon drei Bände. Ihr könnt zwei und drei noch hier sehen. Und darin hat er eine Rahmenhandlung, und in dieser Rahmenhandlung sind mehrere Kurzgeschichten eingebunden, die auch so ab 12 Jahren empfohlen sind, die ich aber auch wirklich schön gruselig finde. Des Weiteren ist das Ganze auch noch ein bisschen illustriert. Hier treffen wir auf Edgar, hieß der, glaube ich, der immer wieder zu seinem Onkel Montagu geht, der auch in so einer Villa lebt, die total unheimlich ist. Allein der Weg dorthin gruselt ihn. Und in dieser Villa hat sein Onkel von seinen Reisen alle möglichen Gegenstände in seinem Haus verteilt. Und zu jedem Gegenstand gibt es irgendwie eine Gruselgeschichte. Und Edgar erzählt, sein Onkel Montagu erzählt Edgar sehr, sehr gerne diese Geschichten. Und hier bekommen wir das eben mit. Aber es wird immer seltsamer und irgendwas stimmt mit Onkel Montagu nicht. Und wie gesagt, die Rahmenhandlung hat tatsächlich auch einen roten Faden und auch einen Spannungsbogen, was das Ganze noch besonderer macht und irgendwie, ja, diese Kurzgeschichten irgendwie in ein Paket packt. Mein Lieblingsband war der zweite, aber ich würde schon in Reihenfolge lesen, weil das Ganze tatsächlich auch über die verschiedenen Bände etwas weiterverfolgt. Natürlich ist in diesem Kurzgeschichtenband nicht so viel Vielfalt geboten. Deswegen möchte ich euch jetzt noch ein Kurzgeschichtenband empfehlen, der bei mir noch gar nicht ist, den ich auch noch gar nicht gelesen habe. Aber ich möchte einfach dieses Projekt sehr gerne unterstützen und ich glaube einfach, dass es perfekt gemacht ist, weil da einfach sehr, sehr viele Autoren dran gearbeitet haben und verschiedenste fantastische Geschichten erschaffen haben. Und zwar ist das Fantastikum. Herausgegeben ist das von Florian vom Kanal Creepy Creatures Reviews. Um das Ganze in die Tat umzusetzen, hat Florian eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Und da ist einiges zusammengekommen, weil viele davon begeistert waren. Jetzt ist die Aktion zwar vorbei, aber er hatte letztens noch auf seinem Kanal irgendwo gesagt, dass es noch ein paar Taschenbücher gibt. Es gab so eine Sonderedition, die besonders in Leder gebunden irgendwie war. Und dann halt noch das Taschenbuch, aber auch das Taschenbuch sieht wirklich toll aus. Und da haben, ich glaube, 12 verschiedene Autoren eine Geschichte dazu geschrieben. Und da geht es eben um Hexen, um Vampire und ganz, ganz viele andere Geschichten, die sehr, sehr facettenreich sind. Unter anderem ist da Andreas Eschbach dabei, aber auch Christian von Aster und auch Boris Koch. Das waren so die, die mir am meisten etwas gesagt haben. Und ich glaube, dass das eben eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, um da ein bisschen zu schauen, in welche Richtung man gerne lesen möchte im Horrorbereich. Ihr könnt natürlich auch gerne googeln und schauen. Es gibt ja massig an anderen Anthologien, wo verschiedene Autoren mitgewirkt haben zu bestimmten Themen und eben auch unheimlichen Geschichten. Also da werdet ihr bestimmt fündig, wenn ihr jetzt nicht unbedingt so viel Geld ausgeben möchtet, weil diese Sonderedition aus diesem Projekt ist natürlich schon teuer. Ich glaube, mit 23 Euro für ein Taschenbuch ist natürlich nicht wenig. Das kann ich durchaus verstehen. Aber ich finde, so ein Projekt unterstütze ich gerne. Und da wird dieses Buch wird bei mir auch einziehen. Das habe ich mir schon bestellt, direkt bei Florian. Womit wir jetzt auch beim vierten Punkt sind. Und der vierte Punkt ist einfach zu schauen, wo kommt dieses Genre überhaupt her? Wo ist der Ursprung, einfach Klassiker zu lesen? Gruselklassiker sich vorzunehmen und zu schauen, wo kommt das eigentlich alles her? Und da habe ich euch einen Klassiker rausgesucht, den man, finde ich, sehr, sehr gut lesen kann. Und zwar ist das Dracula von Bram Stoker. Das ist ein Briefroman, das heißt, das Ganze ist nur in Briefen geschrieben. Aber ich finde, die Schreibweise ist sehr, sehr angenehm und flüssig. Dennoch merkt man, dass es in einer ganz anderen Zeit spielt und dass natürlich auch die Sprache daran angelehnt ist. Aber ich finde nicht, dass man sich da durchkämpfen muss. Ich finde auch, dass es wirklich sehr gruselig ist, obwohl es schon viele Jahre auf dem Buckel hat, kann es mich trotzdem gruseln. Und es ist eben nicht so wie die heutige Literatur, dass es immer heftiger, immer blutiger, immer krasser werden muss, sondern es wirklich weiß, ja, seine feinen Gruselmomente einzusetzen. Hier geht es unter anderem um den Anwalt Jonathan Harker, der zu Dracula auf sein Schloss gerufen wird. Und es ranken sich natürlich auch da viele, viele Geschichten darum. Und er muss natürlich feststellen, dass der kultivierte Besitzer dieses Schlosses, dieser Burg,
ein düsteres Geheimnis hat. Wir wissen natürlich, in welche Richtung das geht, weil wir die Geschichte aus vielen Filmadaptionen kennen und einfach durch unsere Kultur. Aber einfach das Original zu lesen, was da noch hinter steckt, alles, das kann ich nur empfehlen, selbst zu entdecken in diesem Klassiker. Aber wenn ihr sagt, ach, weißt du, Ramona, diese ganzen Einsteigertipps, das ist ja schön und gut, aber wenn ich Horror ausprobiere, dann möchte ich es auch richtig. Wenn, dann richtig. Und ich möchte sehen, ob das was für mich ist. Nicht irgendwie diesen Genre-Mix oder dieses Abgeschwächte aus der Kinder- und Jugendliteratur. Kurzgeschichten sind auch nichts für mich. Ich möchte richtige Romane lesen. Dann kann ich das auch verstehen. Und ich habe jetzt mir auch hier nochmal Tipps rausgesucht, die wirklich Horrorliteratur sind und mich sehr begeistert haben und dennoch als Einsteigerromane finde ich gut geeignet sind. Nicht fehlen darf natürlich mein Lieblingshorrorautor und das ist Thomas Finn, der schon einige Horrorromane geschrieben hat, unter anderem auch Fantasy, aber seine Horrorromane haben mich am meisten begeistert. Und eines der besten war für mich Lost Souls. Lost Souls deckt eben viele Elemente ab, die ich an Horror so mag. Zum einen ist es eben der Grusel, dieser unterschwellige Grusel, der bei einem entsteht. Ich habe mich bei dieser Literatur wirklich gegruselt und ja, hatte wirklich Spaß dabei. Außerdem wird hier eine alte Legende näher beleuchtet und neu adaptiert. Und zwar ist das der Rattenfänger von Hameln. Man kennt die Sage aus den Märchen der Gebrüder Grimm. Und genau dieses Märchen ist hier vorne auch nochmal abgedruckt, dass man sich so ein bisschen ja, dieses Hintergrundwissen, was man eben ja, so aus dem Volksmärchen kennt, nochmal sich erlesen kann. Das sind, glaube ich, irgendwie 1, 2, 3 Seiten. Und dann ist man so auf den Stand, was so die meisten wissen. Aber es gibt tatsächlich Sagenforschung, dass es diese Person wirklich gegeben hat. Und hier erfährt man über diese Forschung mehr. Und das fand ich unglaublich spannend. Wir treffen hier aber zum einen auf eine Archäologin, die eben an einen Tatort gerufen wird, denn eine Kirche wird renoviert und dort brechen die Bauarbeiter ein in ein Kellergewölbe und decken ein Grab. Und dort soll die Archäologin das Ganze nun ja, so ein bisschen untersuchen. Sie zieht in die Nähe dieses Ortes zusammen mit ihrer Patentochter, die vor kurzem erst ihre Mutter verloren hat und hat dadurch natürlich auch einige Schwierigkeiten mit ihr. Und sie ziehen in ein Haus, was in einem Waldgebiet liegt und irgendwie auch ein bisschen unheimlich ist. Da haben wir wieder dieses unheimliche Hausthema, was mich auch immer sehr, sehr anspricht. Bei diesem Unfall sind jedoch die Arbeiter nicht einfach nur eingebrochen in dieses Kellergewölbe. Nein, sie wurden sogar auch noch von einem Rattenschwarm angegriffen. Und das soll wiederum ein Kammerjäger untersuchen, der sich eben mit solchen Schädlingen auskennt, der aber sofort sagt, das ist völlig unüblich für Ratten. So verhalten diese sich nicht. Aber es wird nicht der einzige Vorfall bleiben. In diesem Ort rundherum kommt es zu mehr und mehr Rattenüberfällen auf Menschen und es passiert noch weiteres Unheimliches. Also unsere Archäologin, die forscht natürlich mehr und mehr und nachdem man diese Sage um den Rattenfänger von Hameln durchgelesen hat, denkt man ja, ist doch ganz klar, wer dahinter steckt. Aber es steckt noch so viel mehr in dieser Geschichte. Ich finde, die Protagonisten sehr sympathisch, man kann sich sehr schnell in diese hineinversetzen und kann mitfühlen und man kann auf jeden Fall sich mitgruseln mit ihnen. Es gibt eben diese Ekelmomente mit Ratten und auch so ein bisschen Action dadurch, aber es gibt auch ganz viel unterschwelligen Grusel und durch diese Legende wird dem Ganzen viel mehr Leben eingehaucht, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass das Ganze irgendwie auch so stattgefunden hat und so ein bisschen auf einer wahren Begebenheit beruht, finde ich, wird das irgendwie noch viel wirklicher und realer und hat noch eine viel größere Wirkung. Was ich ganz cool finde an dem Cover ist, man sieht hier so einen Rattenschädel, aber wenn man das Ganze umdreht, sieht man eine Frau in Schwarz. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber ich finde das extrem cool gemacht und hat irgendwie auch ja, eine Bedeutung für die Geschichte kann man jedenfalls so deuten. Ja, auch alle anderen Horror-Thriller von Thomas Finn kann ich empfehlen. Sein neuestes liegt jetzt schon auf meinem Sub und mir juckt es in den Fingern, das dann auch bald in die Hand zu nehmen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Wenn ihr es aber doch ein bisschen extremer und blutiger haben wollt, dann seid ihr mit den Monstrumologen von Rick Jahnke gut aufgehoben. Das ist der erste Teil einer vierteiligen Reihe. Und wir treffen hier auf Will Henry, der im
19. Jahrhundert lebt und der zum Waisenjunge geworden ist, seitdem sein Vater gestorben ist, der für einen Doktor gearbeitet hat. Und dieser Doktor nimmt Will Henry als seinen neuen Assistenten auf. Der Doktor ist allerdings kein Doktor der Medizin oder der Psychologie, sondern hat sich ein ganz anderes Fachgebiet ausgesucht, und zwar ist er Monstrumologe. Er untersucht und recherchiert Monster und jagt diese auch, wenn es denn dazu kommen mag. Und eines Nachts werden Will Henry und der Doktor aus dem Schlaf gerissen, als ein Grabräuber zu ihnen kommt und ihnen sagt und ihnen zeigt, dass er einen seltsamen Fund gemacht hat. Und zwar hat sich ein seltsames Wesen in eine Leiche verbissen. Und dieses Wesen untersucht der Doktor und findet schnell heraus, dass es nicht das einzige Monster ringsherum um diesen Friedhof ist und dass dieses Monster eben Menschen frisst. Eklige Szenen machen dieses Buch aus, genauso aber auch wie die Figuren Will Henry und der Doktor, die sehr gut ausgearbeitet sind. Besonders der Doktor ist eher eine sehr, sehr exzentrische Figur, sehr launisch, den man manchmal hasst und manchmal irgendwie auch cool findet und über ihn schmunzeln muss. Will Henry ist sehr, sehr, sehr zurückhaltend, macht aber eine Entwicklung durch in der ganzen gesamten Reihe. Trotz dieser ekligen und krassen Beschreibungen fand ich das Buch aber nicht niveaulos oder trashig. Dafür sorgt alleine schon der Schreibstil von Rick Riordan, der wirklich sehr philosophisch und sehr, sehr intelligent schreibt. Und gerade diese Mischung macht's wieder aus. Ja, bei der Auswahl der Bücher für den fünften Punkt ist es mir gar nicht so leicht gefallen, so reine Horror zu finden, weil ich natürlich auch bei dem Genre, wie auch bei anderen, immer so auf der Suche nach etwas Besonderem bin. Und deswegen mag ich eben auch diesen Genre-Mix. Oder aber, wenn da etwas Besonderes dabei ist, wie eben jetzt zum Beispiel bei Rick Riordan, dass dort der Schreibstil so ganz ambivalent ist und irgendwie so krass im Gegenüber zu diesen ekligen und blutigen Szenen steht. Aber das ist ja alles Geschmackssache. Das sind von mir für euch auch einfach nur Empfehlungen. Wenn ihr sagt, nee, ich gehe da ganz anders an die Sache ran oder ich will was ganz anderes, dann ist das auch völlig in Ordnung. Deswegen möchte ich euch da draußen, die Zuschauer, die schon in der Horrorliteratur unterwegs sind, oder die schon ihren Anfang gemacht haben, bitten, einfach mal in die Kommentare zu schreiben, was sie denn empfehlen würden für Einsteiger, vielleicht anhand meiner Punkte oder einfach auch ganz neue Punkte. Wo würdet ihr sagen, könnte man auch nochmal einen generellen Punkt ausmachen? Ich hätte natürlich auch jetzt alle Untergenres des Horrors vorstellen können und zu jedem Untergenre ein Buch zeigen können. Aber dafür fehlen mir einfach die Bücher, weil ich eben nicht in jedem Untergenre gerne lese oder auch noch nicht gelesen habe. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr blutige Anfänger seid und noch gar nichts in diesem Genre gelesen habt und was euch jetzt am meisten anspricht, in welchem Tippbereich und welches Buch vielleicht etwas für euch sein könnte. Das würde mich auch total interessieren, zu welchem Buch ihr denn jetzt greifen würdet. Und natürlich schreibt immer alles, was euch sonst noch so einfällt. Falls ihr immer noch nicht die Nase voll habt und nicht genug habt von Horrorbuchtipps, habe ich einfach mal eine Playlist unten verlinkt. Da habe ich alle Videos, alle Rezensionen, alle thematisch passenden Videos in eine Playlist gepackt. Das sind jetzt nicht unbedingt nur neue Videos, sondern von meiner gesamten BookTube-Zeit habe ich einfach ja alle Videos zusammengesammelt und euch in diese Playlist gepackt. Da könnt ihr gerne mal schauen, wenn ihr noch nicht alles gesehen habt. Und es werden natürlich in diesem Spuktober noch andere Videos passend zur Horrorliteratur online kommen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich lese im Moment auch fleißig gruselige Schauerliteratur, dass ich euch dann auch in den Lesemonaten und in den Rezensionen tolle Bücher in diesem Genre vorstellen kann. Ich wünsche euch jetzt noch eine schaurig schöne Lesezeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!